willkommen zum Profil-Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin, diesmal in der XXL-Ausgabe und dazu im Studio Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, es geht um die Themen, die uns derzeit beschäftigen. Manches liegt quasi auf der Hand, aber was ist denn alles drin in dem neuen Heft? Tatsächlich liegt ja einiges auf der Hand momentan. Auch das wird in dieser Ausgabe beschrieben, die, wie du sagst, eine XXL-Ausgabe ist, also auch formal größer, inhaltlich auch ein bisschen weiter als vielleicht andere Hefte. Es geht jetzt weniger um die Tagespolitik, es geht um Themen, die uns so auch über den Jahreswechsel hinaus beschäftigen werden und beschäftigen. Also natürlich ist Corona, ich glaube, darauf hast du angespielt möglicherweise. Unter anderem. Ist auch drinnen, die politischen Wirren der vergangenen Wochen und vielleicht auch kommender Wochen. Aber es geht dann auch schon ein bisschen ins Grundsätzlichere und ins Buntere hinein, würde ich sagen. Also es ist nicht der klassische Jahresrückblick, eben wie Sebastian schon gesagt hat. Wie baut ihr das Heft genau auf? Es ist ganz wichtig, dass es kein Jahresrückblick ist, weil es natürlich auch vorausschauend nach vorne schauend sein soll. Es sind nicht die Schlagzeilen des vergangenen Jahres. Das können andere auch, das machen andere auch. Und es wäre etwas kurz gegriffen. Die Profilredaktion kann viel mehr, weil sie in die Tiefe geht, weil sie ein Jahr lang beobachtet und daraus Schlüsse zieht, und damit ist es ganz stark nach vorne gewandt. Es sind auch andere Formate drinnen. Es sind Dinge, die digital aufgearbeitet werden können. Wir wollen ja auch präsent bleiben über die Weihnachtsfeiertage. Wir erscheinen jetzt zweimal im Print nicht und als E-Paper nicht, aber wir sind online präsent. So ein Heft hat eine wirklich lange Vorlaufzeit. Man glaubt es kaum. Wir denken ja alle immer, zum Beispiel, dass wir hierher kämen und völlig unvorbereitet sind, aber du hast immer einen Zettel da, auf dem viel, da steht ja gar nichts drauf, sehr viel drauf steht. Und wir beide besprechen uns natürlich vorab auch sehr lange. Also nein, das Heft hat lange Vorlaufzeit. Der Sebastian Hofer ist großartig, solche Hefte zu machen, so Sonderthemen, wo man anders denken muss, wo mit der Redaktion sensibel und dann doch wieder mit ein bisschen Druck kommunizieren muss. Und wie der Sebastian gesagt hat, auch ein anderes Format. Also es ist größer, es ist nicht dieses DIN A4, sondern es ist mehr viele Redaktionssitzungen, wo über dieses Heft gesprochen wurde, meist oder fast nur im Teams, also digital. Und Sebastian hat viele Einzelgespräche dann auch dazu geführt. Nehmen wir eines der Themen raus, eben das ganz große Thema, das uns alle beschäftigt, seit mittlerweile fast 2 Jahren, Corona. Und da geht es auch groß um die Frage, glaube ich, ob wir uns wieder versöhnen können, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, dass wir nicht jetzt die Schlagzeilen und die Verlaufskurven und die Verdoppelungszahlen nochmal durchkauen, sondern eben uns grundsätzlich fragen. Und unsere Kollegin Edith Meinhardt hat einen großartigen Text darüber geschrieben, wie sich an diesem Thema die Gesellschaft so entzweien konnte. Also wir sprechen jetzt nicht vom Spalt, weil es ist ja jetzt nicht sozusagen 50-50, aber es ist ein heikles Thema einfach. Ne? Und dieses Heikle betrifft auch Familien, betrifft oft enge Freundschaften, betrifft uns als Ganzes. Und Edith beschreibt sehr klug und präzise, wie man diesen Graben auch mal wieder überwinden könnte. Also das ist eben dieses, wir schauen schon ein bisschen in die Zukunft und wir haben durchaus auch ein bisschen Hoffnung bei dieser Zukunft. Wird nicht allzu einfach, glaube ich, oder? Wenn man jetzt schaut auf den Populismus, der derzeit ja wirklich teilweise ins Absurde schon abdriftet, muss man sagen, oder? Insgesamt nicht einfach, sehr viel Hoffnung zu schöpfen. Und weil Sebastian gerade das Wort Hoffnung genannt hat, ich habe einen Leitartikel geschrieben, der nun auch nicht gerade das optimistischste und fröhlichste ist. Und der Titel endet mit "Und auch Hoffnung". Den Text hat der Leiter der Außenpolitik, auch ein stellvertretender Chefredakteur, Robert Reichler, der manchmal hier zu Gast ist, redigiert und gelesen und hat mir gesagt, aber das "Und Hoffnung" im Titel hast du erst nachher dazugefügt. Ich habe gesagt, ja, also es ist natürlich nicht wirklich leicht, da jetzt Hoffnung zu schöpfen. Das Absurde, das du ansprichst, ja, natürlich, also es ist sehr verrückt. Das ist gerade in einem Land wie Österreich ziemlich verrückt. Und es ist nicht leicht oder gar nicht möglich, Menschen zu erklären, was wissenschaftlich sinnvoll notwendig ist und was einfach Absurdität ist. Gerade in Österreich, in einem Land, wo es bis vor kurzem einen Lehrstuhl für Homöopathie gab, wo
die Ärztekammer für anthroposophische Studien und Ausbildungen Zertifikate hergibt, wo bei jeder Apotheke, an der man vorbeigeht, in den Auslagen Dinge sind, die mit Schulmedizin so viel zu tun haben, wie der gesundheitsfördernde Aspekt von rechtsdrehendem gekochtem Wasser. Schwenken wir mal um ein bisschen auf die Politik. Bei uns ja quasi wie die Drehtür im Bundeskanzleramt, puncto Kanzler, die schon beschrieben wurde. Was beschäftigt euch da am meisten oder wie geht ihr darauf genau ein? Eva Linsinger, Leiterin der Innenpolitik-Redaktion und auch stellvertretende Chefredakteurin, beschreibt, wie Populismus, wie marketinggetriebene Politik in der Krise in solch einer Situation an ihre Grenzen stößt. Also Sebastian Kurz ist natürlich jetzt auch über die Chat-Nachrichten gestolpert, aber nicht nur. Also es ist auch das Pandemie-Management seiner Regierung gescheitert und das beschreibt die Eva sehr klug, auch jetzt mit Perspektive auf, wie geht's weiter. Also wird Karl Nehammer vielleicht doch einen Stilwechsel wagen müssen, weil eben das reine Schielen auf Umfragen, die reine Message-Control halt einfach dieser Situation nicht Herr werden kann. Eben nach dem Abgang von Sebastian Kurz und seiner Marketing-Crew, wenn man es mal so nennen kann, gibt es da jetzt einen Paradigmenwechsel in der österreichischen Politik, in der Kultur, wie man auch miteinander wieder umgeht? So wie Sebastian gesagt hat und wie im Heft sich findet, möglicherweise Paradigmenwechsel ist allerdings etwas hochgegriffen. In Wahrheit ist die Macht jetzt wieder bei den Landeshauptleuten. Die Landeshauptleute haben bestimmt, wer in der Regierung ist. Karl Nehammer ist ein Wiener Niederösterreicher, also ein Niederösterreicher, Niederösterreich besonders viel bekommen. Überraschenderweise kam ein Innenminister, der schon im Kabinett eines anderen, zwischenzeitlich verurteilten Innenministers war und in Niederösterreich eigentlich in der Versenkung verschwunden war. Der steirische Landeshauptmann Schützenhöfe konnte ankündigen, dass auch er Erfolg gehabt hatte, kommt auch in einer der Geschichten vor, in dem er jetzt den Wissenschafts- und Bildungsminister stellen kann und so weiter. Also vom Paradigmenwechsel kann über eine längere Zeitperiode gesprochen nicht die Rede sein. Es ist ein Zurück zu dem, was wir kannten. Und mit Bedauern muss man auch feststellen, dass möglicherweise mehr Kompetenz, jedenfalls aber mehr Macht in den Ländern liegt, das jetzt unbedingt in dieser Bundesregierung zu finden wäre. Vielleicht mit einer Ausnahme, kommt in dem Heft auch öfters vor, habe ich auch geschrieben, Leonore Gewessler als grüne Infrastruktur- und Umweltministerin hat rund um die kurzfristige Implosion der ÖVP sehr viel der grünen Agenda umsetzen können, was vielleicht sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß, du magst diese Art von Fragen nicht, weil es ein bisschen Kaffeesud lesen ist. Ich stelle sie trotzdem. Ich mag es schon, aber ich irre mich immer. Okay. Also du wirst es nicht gemocht haben, wenn ich mich geirrt habe. Okay. Genau in einem Jahr, jetzt in einem Jahr ist Karl Nehammer noch Kanzler? Auf jeden Fall. Ich würde mein halbes Haus, na doch nicht ganz, aber ich würde einiges drauf wetten. Ich denke schon, geplant wird diese Regierung nicht platzen. Also die Befürchtung oder Vermutung, dass Sebastian Kurz versuchen würde, als Parteichef und nicht mehr Bundeskanzler die Regierung zu sprengen. Diese Befürchtungen sind natürlich mit seinem endgültigen Abgang jetzt weg. Die Grünen können regieren und können nichts gewinnen. Die ÖVP würde möglicherweise auf den zweiten Platz zurückfallen und dann wiederum den Vizekanzler stellen. Also gewollt kann eine Neuwahl nicht sein und auch nicht damit zu rechnen, dass Karl Nehammer in einem der Chats so auftaucht, dass auch er zurücktreten müsste. Also ja, ich sage in einem Jahr ist Karl Nehammer nicht mein 12. Bundeskanzler gewesen. Es gibt einen 13. seit ich Profil bin, sondern es wird wieder Karl Nehammer sein. Schon wie bei der Queen und den Premierministern fast. Ich bin die Queen, wäre immer viel lieber ihr Begleiter gewesen. Sebastian, schauen wir nochmal so generell auf das Heft drauf. Ist es eines wirklich zum Zurücklehnen und mal auch ein bisschen zum Nachdenken, dass es anregt? Ich hoffe, dass es dazu anregt. Also geplant wäre es so. Wir haben und bewusst darauf verzichtet, jetzt tatsächlich wirklich effektiv Tagespolitik reinzunehmen. Also wir werden online natürlich berichten, wenn es was zu berichten gibt. Aber in dieser Schwerpunktausgabe, mit der kann man sich zurücklehnen, würde ich schon so sagen. Und
Es gibt eben, also abseits der Causa Prima, es geht ums Gendern, es geht um Popkultur in Korea, es geht um Hipster und deren Konsumgewohnheiten. Also wir haben, glaube ich, ein ziemlich buntes Programm zusammengebracht und ich nehme mal an, dass man sich damit ganz gut über die Feiertage retten kann. Wie ziehst du Bilanz über das Jahr 2021 journalistisch gesehen? Journalistisch gesehen mehr als aufregend. Mhm. Insgesamt geht es mir auch nicht viel besser als anderen mit Corona und so weiter. Aber journalistisch war es natürlich sehr spannend. Wer hätte Anfang des vergangenen Jahres gedacht, dass Sebastian Kurz nicht noch 10 Jahre Bundeskanzler sein wird? Mhm. Also das war vor allem das war mehr überraschend. In der internationalen Politik hat sich etwas weniger getan, als wir vielleicht vermutet hätten. Aber auch das streifen wir am Rande. Dankeschön euch beiden. Reinschauen in die neue Ausgabe des Profil, in eine XXL-Ausgabe. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.